Es gibt viele Dinge, worüber Siedlerspieler nachdenken müssen, aber eine Sache, die uns ständig begegnet, gehört paradoxerweise nicht dazu, nämlich die Bauzeiten unserer verschiedenen Gebäude. Die sind einfach, wie sie sind. Aber wie sind sie eigentlich? Wie errechnet sich die Bauzeit eines Gebäudes? Kann sie verändert werden und sind die Bauarbeiter mancher Völker vielleicht besser als andere? Planierer muss ich allerdings komplett ausklammern, da ich saubere Messungen ihrer Arbeit für nahezu unmöglich halte. Ich wusste bereits, dass die Bauzeit eines Gebäudes direkt mit dessen Kosten zusammenhängt, aber ich habe mich bisher nie genauer damit befasst. Machen wir also mal ein paar Tests. Zunächst setze ich die Baukosten aller kleinen Türme auf 8 Steine und lasse sie von einem einzelnen Bauarbeiter bauen. Zwischen dem ersten und dem letzten Hammerschlag vergehen ca. 114 Sekunden, unabhängig vom Volk. Die Bauzeit verändert sich nicht, wenn wir die Kosten auf 8 Bretter oder 8 Goldbarren ändern, andere Rohstoffe werden als Baumaterial nicht unterstützt. Und es ist auch nicht vom Gebäudetyp abhängig, eine Getreidefarm wird nach den gleichen Regeln gebaut. Tatsächlich könntet ihr eure Uhr danach stellen. Das alles natürlich unter der Voraussetzung, dass eure Bauarbeiter keine Pausen machen müssen, was gerade bei großen Wohnhäusern die Bauzeiten oft in die Länge zieht. Bei 114 Sekunden für ein Gebäude, das 8 Baumaterial kostet, kämen wir also auf 14,25 Sekunden pro Brett, Stein oder Goldbarren. Aber vielleicht können wir noch etwas präziser sein. Eine framegenaue Auswertung der aufgezeichneten Bauvorgänge zeigt tatsächlich 114 Sekunden und 14 Frames, bei 60 FPS, also 114,23 Periode Sekunden. Ein Baumaterial würde dann in 14,27 Sekunden verbraucht, tatsächlich sind es in der Praxis aber nur 13,86 Periode Sekunden. Diese Abweichung kann ich nicht zweifelsfrei erklären, hängt aber vermutlich mit der Tickrate des Spiels zusammen, oder vielleicht auch mit dem berüchtigten Flöcke-Bug. Eine weitere Frage, die hier noch aufkommt, wäre, ob sich die Bauzeit antiproportional zur Anzahl der beteiligten Bauarbeiter verhält. In Age of Empires zum Beispiel zählt der erste Dorfbewohner, der ein Gebäude baut, dreifach. Man bräuchte also 4 Bauarbeiter, um ein Gebäude doppelt so schnell zu bauen. Siedler macht sowas allerdings nicht, und das ist auch ganz gut so, weil wir unsere Bauarbeiter ohnehin nicht direkt steuern könnten. Selbst wenn es wie in Age besser wäre, Bauarbeiter einzeln an Gebäuden arbeiten zu lassen, könnten wir das in der Praxis nicht umsetzen. Ich sollte wohl anmerken, dass auch die gleichen Gebäude nicht bei jedem Volk die gleiche Anzahl an Bauarbeitern unterstützen. Das mittlere Wohnhaus der Wikinger unterstützt zum Beispiel 6 Bauarbeiter, die der anderen nur 4. Das ließe sich ändern, halte ich aber nicht für ein Problem, da die insgesamt investierte Zeit der beteiligten Siedler trotzdem gleich bleibt. Die Verknüpfung zwischen Bauzeit und Baukosten macht vieles einfacher und ergibt auch logisch Sinn. Leider führt sie aber auch dazu, dass die Trojaner mit ihren oft sinnlos überteuerten Gebäuden doppelt gestraft sind. Ihre Gebäude brauchen nicht nur mehr Rohstoffe und damit auch während des Baus mehr Träger, ihre Bauarbeiter sind auch länger beschäftigt. Zwar immer nur einige Sekunden, bei einem Gebäude mit 4 Bauarbeitern reden wir von etwa 3,5 Sekunden pro zusätzlichem Baumaterial, aber wenn man das auf jeden Turm, jede Mine und fast alle anderen Gebäude hochrechnet, kommt da einiges zusammen. Selbst unter idealen Bedingungen werden trojanische Gebäude immer etwas später fertiggestellt und somit auch erst später mit der Produktion beginnen als ihre Gegenstücke. Was ein Faktor ist, der dazu führt, dass die Gewinnchancen eines Trojaner-Spielers mit jeder verstreichenden Minute abnehmen und lange Peacetimes ihnen erst recht schaden. Wobei Peacetimes nochmal ein eigenes Problem sind. Für unsere Strategien sind diese Informationen leider wie gesagt nicht allzu interessant, da wir nichts an unserer Spielweise ändern könnten, um sie zu berücksichtigen. Außer eben, dass Trojaner eigentlich möglichst früh mehr Bauarbeiter bräuchten, um zumindest mehr Gebäude parallel bauen zu können. Aber auch das muss man sich natürlich erstmal leisten können.